Hier ist nochmal dieser Ellbogenschlag, der zum Knockdown geführt hat. Und jetzt zu Bruce Buffer. Und nun steht uns ein UFC-Federgewichtskampf bevor. Yes. Are you ready? You ready? Let's go, guys, fight! Ein gewaltiger Kick zum Kopf. Wow, ein heftiger Kick. Wow, perfekter Kick zum Kopf. Was für ein Uppercut. Eine gewaltige Rechte, aber daneben. Wir sehen hier einen äußerst gemächlichen Beginn dieses Kampfes. Absolut. Beide sind hier extrem vorsichtig. Im Grunde belauern sie sich nur. Die Hafka. Ja, gutes Ground and Pound. Guter Ellbogenschlag. Ja, sie stehen beide wieder auf. Der Leg Kick ging daneben. Sehr guter Leg Kick. Oh, das war ein satter Ebo. Parker Hack. Der schickt ihn auf die Bretter. Aldo ist in der Backcourt. Er rettet sich aus der Full Mount. Guter Hüfteinsatz. Schön, wie er sich hier am Boden bewegt. Herrlicher Punch, da ist der Treffer. Ja, der Ellbogen kommt an. Oh, eine heftige Linke. Da, oh, er setzt ihm hart zu. Aldo geht wieder in die Half Guard. Er geht zurück in die Vollgard. Wir sind in der letzten Minute der ersten Runde. Und zurück in die Vollgard. Ja, ja. Und auch diesmal kommt er wieder hoch. Winter mit dem Kick. Kein schlechter Versuch, aber er bleibt auf den Beinen. Wow, schöner Kick zum Kopf. Oh, er ist angeschlagen. Wow. Er ist am Boden. Der Schlag hat ihn umgehauen. Oh, eine gewaltige Rechte. Jetzt hat er es in die Full Mount geschafft. Oh, ein heftiger Elfer. Und damit ist die erste Runde beendet. Es geht weiter. Runde 2. Gute Abwehr, das war kein schlechter Kick. Da ist der Block gegen den Punch.
Er arbeitet zum Kopf. Schöne Kombination. Die linke Gerade geht daneben. Treffer mit diesem Punch. Oh ja, eine tolle Kombination. Jetzt hagelt es hier Strikes. Ja, sauberer Kick. Ganz stark gemacht. Schöner Kick zum Kopf. Schöner Jab. Und da geht er zu Boden. Und jetzt geht er in die Full Mount. Starke Befreiung aus der Full Mount. Er wechselt in die Full Guard. Jetzt kommen beide wieder hoch. Und ein schöner Jab. José Aldo attackiert wieder das Auge. Ja, und es sieht schon ziemlich geschwollen aus. Das beeinträchtigt mit Sicherheit das räumliche Sehvermögen. Der Treffer zum Körper mit dem Kick. Heftiger Kick zum Kopf, den hat er gespürt. Schön. Tolle Angriffe hier. Oh, schöner Takedown. Er ist in der Backbound und hat sich eingehakt. Er befreit sich aus der Full Mount. Stark gemacht. Oh ja, gute Kontrolle von der Seite. Er ist jetzt in der Side Control. Er wechselt wieder in die Side Control. Das sieht gut aus. Tolle Bewegungen auf dem Boden. Wahnsinn, wie das Auge zugeschwollen ist. Da könnte definitiv was gebrochen sein. Gut, hat er. Oh, der Headkick landet im Ziel. Er trifft mit dem rechten Haken. Ja, der Jab war zu unpräzise. Noch 45 Sekunden in dieser Runde. Schöne Punches jetzt hier. Ja, ja, und noch ein erfolgreicher Takedown. Er ist in der Half Guard. Ein sauberer Schlag zum Körper. Und das ist das Ende der zweiten Runde. Gut, mal sehen, was uns in Runde 3 erwartet. Wir haben in der letzten Runde einige ziemlich gute Ansätze gesehen. So kann es jetzt weitergehen. Jos Gern, Sie haben gezeigt, was Sie können und darauf sollten Sie aufbauen. Der Block gegen diesen Punch. Er trifft mit der linken Garde. Treffer, da kommt der Punch. Diese Kopftreffer haben gesessen. Was für eine Kombination. Er variiert hier schön seine Angriffe. Und hier sehen wir die Gesamtanzahl der Treffer. Treffer. Ganz starker Kick zum Kopf. Haben wir den Takedown. Er ist in der Halfguard. Starker Punch. Ja, ja, Pass in die Fullguard. Schöner Wechsel zur Full Mount. Er will am Arm ansetzen. Er befreit seinen Arm. Stark gemacht. Er kämpft aus der Half Guard. Jetzt kommen beide wieder auf die Beine. Guter Kick, aber ein noch besserer Block. Klasse, diese Gerade. Wahnsinn, was für ein Headkick. Oh, daneben. Guter Haken, perfekt getimt. Ein starker Headkick, wirklich gut gemacht. Sauberer Headkick. Hier will keiner zurückstecken. Oh, ein brachialer Ellbogen zum Kopf. Sauberer Treffer. Schöne Angriffsserie. Ja, die Garde passt. Tre-
Treffer mit dem Jab. Und da ist der Takedown. Sauberer Pass in die Fulmer. Das macht er gut da auf dem Boden. Jetzt wechselt er in die Fulga. Ja, knallharte Linke. Und wieder kommt er auf die Beine. Inzwischen sind beide Augen ziemlich heftig zugeschwollen. Sehen wir uns ein paar Wiederholungen. Und wir sind in der vierten Runde. Schöne Kombination zum Kopf. Da war die schöne gerade Kopftreffer. Ja, schön, wie er den Kick da abfängt. Geblockt und dann sofort mit der Geraden gekontert. Ja, das sind tolle Punches, die er da zeigt. Ja, ja, der kommt an. Hervorragender Leckkick. Und hier haben wir eine Übersicht über die erzielten Wirkungstreffer. Er bringt die Gerade. Klasse, wie er hier diese Treffer setzt. Perfektes Timing. Die linke kommt nicht an. Saubere rechte Gerade. Harker Anders zum Kopf, er ist benommen. Starke Linke. Schöner Treffer. Super Punches jetzt. Ja, die linke kommt. Der Schlag geht daneben. Schöne Treffer. Jetzt geben sie es sich richtig. Tolle Angriffe. Gute Gerade. Oh, schöner Haken. Ja, er trifft ihn. Der Jab kommt an. Schön abgeblockt. Er trifft mit der rechten. Oh ja, was für ein Knie zum Körper. Ja, die linke passt. Schöner Treffer. Ah, schöne Gerade. Oh, yeah, yeah, yeah. Jetzt kämpfen sie mit offenem Visier. Der Jab hat gesessen. Oh, der Superman Punch schlägt rein. Ah, oh, schöner Takedown. Er wechselt in die Full Guard. Ja, schön abgewehrt. Toller rechter Hack. Spinning back fist kommt an. Sehr gute Treffer, tolles Timing. Toller Kopftreffer mit dieser Geraden. In die Rechte hat er alles reingelegt, aber ohne Erfolg. Starker Kick zum Kopf, er ist angeschlagen. Volltreffer. Jetzt ist es soweit. Was für eine knallharte Rechte, mit der er diesen Kampf beendet hat. Da ist sein Gegner wie ein nasser Sack zu Boden gegangen. Da kommt die Wiederholung. Sehen wir uns diesen harten Kick nochmal an. Bruce Buffer verkündet jetzt das offizielle Ergebnis. Ladies and gentlemen, Referee Dan Rugliotta has called a stop to this contest at 4 minutes, 22 seconds of round number 4. Declaring the winner by knockout, Bruce the Dragon Lee! Ladies and gentlemen, der Sieger durch Knockout.